Ja, grüß Gott zu einem neuen Video zum Thema Sorgen. Sorgen kennen wir gerade in der jetzigen Zeit, haben viele Menschen Sorgen. Ich behaupte, es sind keine neuen Sorgen, sondern es sind die Sorgen, die eh schon immer da waren und jetzt einfach nur noch mehr hochkommen, dass man die endlich mal lösen darf. Am besten wegwerfen. Ja nun, was sind Sorgen? Sorgen, den Begriff kann man ja zweideutig sehen. Einmal so ein bisschen positiv, im Sinne des Sich-Sorgens, sich um jemanden sorgen. Zum Beispiel der Klassiker ist die Mutter sorgt sich um das Kind. Dass das Kind zu essen hat, dass das Kind die Brust oder die Flasche bekommt, dass das Kind ein sauberes, bequemes Bett bekommt, dass das Kind umarmt wird, dass das Kind Liebe bekommt und so weiter. Das ist die normale Sorge. Das sollte man, kann man auch nicht wegmachen, denn es ist schon eingepflanzt, das ist eben die Mutter des Menschen oder als Tier, Tiermutter um ihr Kleines sich kümmert. Klar, das muss so sein, denn das kleine Wesen kennt sich ja noch nicht so aus und muss eben umsorgt, gepflegt werden, damit es sich richtig entwickeln kann. Oder man sollte eine Partnerschaft pflegen, sich sorgen um den anderen. Nicht besorgt sein und nicht übermäßig Sorgen machen, sondern einfach für den anderen sorgen oder gegenseitig sorgen. Oder dafür sorgen, dass man genügend Geld hat. Das sind positive Dinge, positive Einstellungen, die ja zu guten Dingen führen. Das ist aber nicht das Problem. Sondern das Problem ist eben die Sorge im negativen Sinne. Das heißt, dass man sich übermäßig Sorgen macht, besorgt ist, zum Beispiel um das Kind. Und da macht man sich so viel Sorgen, dass man tausendmal zum Arzt rennt, ob es ja wirklich auch gesund ist. Oder ich sorge mich um mich selbst und gehe tausendmal zum Therapeuten, untersuche nochmal, ob alles stimmt, ob ich richtig bin. Und es wird irgendwann zu einer Belastung, wenn man sich eben zu viele Sorgen macht. Und das Maß ist immer, wie bei allem so oft, entscheidend. Ja, die Sorge ist, wie gesagt, wichtig, dass man sich um gewisse Dinge sorgt, aber sich eben, und das ist der Knackpunkt, keine Sorgen macht. Die Mutter sorgt für ihr Kind normalerweise, ohne sich wirklich Sorgen zu machen. Sie würde schauen, dass sie jemand zu essen bekommt, das Bettchen schön sauber ist, schön warm. Das ist das Kind umarmt. Und da würde sie nicht denken, ich muss das jetzt machen und wenn ich nicht hingehe, dann friert das Kind in der Nacht. Nein, sie wird es einfach intuitiv machen. Und so ist man um jemanden besorgt, indem man für ihn sorgt, löst sich praktisch dieses Gedankenmodell auf, weil es ist normal, dass man solche Dinge tut. Doch wenn man kein Vertrauen hat in das Leben, passiert es zum Beispiel, dass man sich übermäßig sorgt. Wenn man kein Vertrauen hat, dass das Kind alleine in die Schule gehen kann, ich glaube, das nennt man dann Helikoptereltern und so, die ewig um das Kind kreisen, dass es ja überall ankommt, dass es nicht entführt wird, dass es nicht überfahren wird. Das liegt aber nicht am Kind, sondern das liegt an etwas anderem, nämlich an der Mutter, dass sie irgendwo zu viel Angst hat.
Und das ist eben diese übermäßige Sorge. Und da wäre es wichtig, einmal zu schauen, worauf gründet denn diese Sorge? Denn ich weiß nicht wie viele, aber die meisten Kinder schaffen es irgendwann alleine mal in die Schule zu laufen von zu Hause. Und die anderen schaffen es alleine, die weiter weg sind, mit dem Bus zu fahren. Natürlich ist das nie eine Garantie, dass ein Kind nicht überfahren wird oder entführt wird, logisch. Doch irgendwann muss man mal loslassen. Sich Sorgen machen, sich übermäßig Sorgen machen und dann entstehen eben Probleme. Dann kann natürlich auch Sorge entstehen, wenn man zum Beispiel seinen Job verliert oder weniger verdient wie in der jetzigen Zeit. Und dann macht man sich Sorgen, ja, wie geht es weiter? Haben wir dann genug zu essen? Kann man das Kind dann da und da hinschicken, vielleicht zum Studium oder in die Schule und so weiter? Und dann macht man sich Sorgen eben aufgrund gewisser Tatsachen, die entstehen, dass man besorgt ist, wie geht es weiter? Es sieht die Zukunft dann nicht so rosig aus. Und dann hat man eben Angst und oder Sorgen. Doch was bringt es sich, Sorgen zu machen? Bringt nicht wirklich etwas. Wenn man zum Beispiel kein Geld hat, dann kann man sich Sorgen machen, aber man kann das dadurch nicht ändern, indem man sich Sorgen macht. Sondern wenn man so erahnt oder sieht oder vermutet, es könnte an Geld mangeln, dann sollte man sich kümmern, dass man Geld bekommt. Und das Leben möchte eigentlich nur, dass man sich dann bemüht, eben, dass man seine Aufgaben tut, die an der Tagesordnung stehen. Und die Sorge ist eigentlich ja fast schon nutzlos. Es ist menschlich, aber es ist irgendwie dann mal nutzlos. Denn man kann durch Sorgen machen nichts verändern. Im Gegenteil, die meisten Menschen, die sich dann Sorgen machen um irgendetwas, was in der Zukunft liegt, verlieren das Hier und Jetzt aus den Augen und vielleicht dann auch, ich müsste jetzt etwas tun, was verändern, dass dann in der Zukunft vielleicht irgendwas anders ist. Und doch kann man sich sorgen, so viel man will, die Zukunft kann man nicht bestimmen. Nicht wirklich. Das Leben kann man nicht kontrollieren. Und diese Sorgen, die man immer so hat, führen dann im Endeffekt dazu, dass man Energie verschwendet. Denn Sorgen gehen einher mit Denken, was ist wenn und dann und was passiert. Was ist, wenn ich die Prüfung nicht schaffe und wenn dann das und das und dies und jenes. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann diese Krise vorbei ist, wie es dann wird, wie anders das wird. Wir sind sicher, das wird auf jeden Fall anders. Es ist jetzt schon anders, aber wie, weiß man nicht. Und warum sich Sorgen machen? Ja, weil es menschlich ist, schon erwähnt. Doch, wie gesagt, es bringt einfach nicht viel. Und die meisten Menschen haben ja nicht mal, ich sorge mich um morgen, um nächstes Jahr und so weiter, ums Kind, sondern es sind Sorgen, die den Menschen mittlerweile sehr, sehr psychisch belasten. Und dann ist die Sorge schon mal nicht gut. Wie gesagt, natürlich ist man besorgt, wenn man kein Geld hat, die Familie nicht ernähren kann. Das geht dann so vielleicht schon an die Existenz bei manchen. Doch die Sorgen im Übermaß führen zu nichts. Wenn sie vielleicht dazu führen, dass man mehr in die Gänge kommt, mehr ändert, mehr aufsteht, dann gut. Doch meistens ist es genau umgedreht, dass diese Sorgen Energie abzapfen. Viele Menschen haben so viel Sorgen und Zweifel, dass sie irgendwann in einem depressiven Zustand landen oder in einem Burnout, weil sie so viel sich Sorgen machen, das zapft alles Energie. Jeder Gedanke zapft Energie. Und diese mehr oder minder sinnlosen, und oft auch, das ist so ein Problem, diese kreisenden Gedanken.
Gedanken. Immer dasselbe Problem, immer dasselbe Thema führen dann so wie zu einem Knoten im Bauch. Ja, denn die Sorgen schlagen auf den Magen. Und immer wiederkehrende Gedanken, die man nicht lösen kann. Das ist wie so ein Wollknäuel. Vielleicht so war man bei der Oma und dann hat man so eine Wolle gehabt und wollte das ein bisschen da bearbeiten. Dann hat man einen Knoten drin gehabt und versucht, das irgendwie zu entwirren. Und zum Schluss war alles schlimmer wie vorher. Ja. Und das ist bei den Sorgen oft auch das Thema, dass die Sorgen um einen kreisen. Ja, wie die Helikoptermama, die mit dem Auto um das Kind kreist, dass es immer beschützt ist, was es natürlich nicht ist. Und diese kreisenden Dinge machen einem dann, oder sollten einem dann wirklich Sorgen machen, wenn man immer über dieselben Thematiken nachdenkt, egal in welcher Lebensabteilung das ist, es ist immer gleich. Und viele Menschen haben auch Sorgen, und diese schlagen sich auf den Magen. Die können gleich dann nicht mehr viel essen, weil der Magen so wie ein Knoten innen drin hat, weil sich die Themen so verknotet haben. Oder wenn man immer wieder Gedankenkreisen hat, gut, ich mache mal andersrum, dann kann man zum Beispiel Themen nicht zermahlen, nicht zerkleinern, nicht aufarbeiten, was sich dann vielleicht auch noch zusätzlich in so Kiefergelenks pressen und Zähneknirschen auswirkt. Und deswegen ist es besser, sich so von Sorgen zu befreien. Auch in der spirituellen Szene, Esoterik-Szene, ist es immer so, man sagt, Gott beschützt einen, ja. Aber jetzt ist die Krise da. Und wie viele glauben wirklich, dass sie beschützt sind? Und man macht sich trotzdem Sorgen um die Zukunft, die noch gar nicht da ist. Wie geht es weiter? Was passiert? Und da zeigt sich eben auch, ja, wie weit man schon ist, wie frei man wirklich ist. Und man erkennt dann, und das ist das Dankbare, das Gute am Leben. Das Leben zeigt einem immer wieder, wo man steht. Gnadenlos, ohne Respekt, kommt das Leben und zeigt, guck mal, wie weit bist du schon. Ja. Deswegen sollte man immer locker bleiben, nicht zu hoch schweben auf dem esoterischen, spirituellen Himmel. Denn das Leben holt einen sofort wieder runter. Brauchen Sie sich also keine Sorgen zu machen. Das Leben zeigt einem schon die Themen, an denen man arbeiten muss. Und wie gesagt, diese Sorgen schlagen auf den Magen und es kann dann so weit gehen, dass jemand einen Magen, wenn er erstmal eine Magenschleimhautentzündung kriegt, dann einen Ulkus, ein Geschwür oder einen Krebs irgendwann mal, weil man sich eben so viele Sorgen auflädt. Und Sorgen können nur entstehen, wenn man denkt. Man kann keine Sorgen oder Gedankenkreisen haben, wenn man nicht denkt. Natürlich brauchen wir das Denken, wie in 1000 Videos schon erklärt, aber eben angemessenes Denken. Vielleicht ein Formular ausfülle, wie fülle ich das aus, einen Vertrag unterschreibe. Aber was in der Zukunft ist, das kann ich mir erdenken. Ich kann mir Bilder von der Zukunft malen, wie es denn wäre. Ach ja, alles wird so schwer, so schlecht. Und dann hat man nur ein Bild. Was macht man mit dem Bild? Man schaut das Bild an, aber das Bild entspricht ja nicht der Realität in der Zukunft. Da gibt es viele Bilder, viele Möglichkeiten, viele Zweige, wo es lang gehen kann. Und trotz allem werden die Menschen diese Sorge nicht los. Wir haben hier in Deutschland alles, was man im Grunde braucht, also die meisten Menschen. Und trotzdem macht man sich so viel Sorgen. Jemand in Afrika vielleicht, der kann sich Sorgen machen. Hey, was esse ich denn morgen? Wo kriege ich was her?
Wir haben hier nicht viel Sorgen. Unsere Sorgen, dass man nicht versorgt ist, das ist bei den wenigsten. Natürlich wird es in dieser Krise sehr eng, aber man hat immer noch was zu beißen. Der Nachbar würde einem was ausleihen, wäre normal kein Problem. In Afrika, wenn es zum Beispiel nichts gibt, dann kann mir keiner was ausleihen. Und das sind Sorgen. Oder Sorgen, dass man nicht anerkannt wird, dass man nicht gesehen wird, dass man nicht geliebt wird. Das bringt nicht viel, weil man übersorgt sich nämlich und rennt anderen Menschen beispielsweise hinterher, dass sie einen sehen, anerkennen, hallo, hier bin ich, ich schenke dir was, ich liebe dich, aber der andere halt nicht. Du brauchst dir keine Sorgen machen, denn man sollte bei sich anfangen. Und diese Sorgen, wie schon erwähnt, zapfen ganz viel Kraft und Saft ab, dass man manchmal die Sorgen so stark da hat, dass man nicht mehr arbeiten kann. Manche sind wirklich so mit Sorgen belastet, dass sie eben ihren Alltag vielleicht gar nicht mehr gut bewältigen können oder mit den Gedanken immer wieder bei ihren Problemen sind, woanders sind, nicht im Hier und Jetzt. Ja, die Sorgen hängen mit dem inneren Wesen zusammen. Um das Kind sich Sorgen ist gut, oder sagen wir nicht mal gut, sondern es ist normal. Aber sich übermäßig Sorgen machen, hängt wieder mit irgendetwas im Inneren zusammen. Warum mache ich mir so viel Sorgen? Was ist da geschehen vielleicht in der Kindheit? Oder im vergangenen Leben, wer dran glaubt. Was habe ich da mitgenommen? Warum mache ich mir gerade um dieses Thema Sorgen? Vielleicht um finanzielle Sachen. Aber ich mache mir in sowas Partnerschaften keine Sorgen. Warum hat man genau das? Und so wäre es sinnvoll, am Anfang, wenn man versucht oder beginnt, die Sorgen zu sehen, die kreisen dann so wie vor den Augen, dass man dann so schwindelig wird, dass man anfängt und sich mal kurz rausnimmt und guckt, hey, was sind das für Sorgen? Und dann mal schaut, kenne ich diese Sorgen irgendwo in der Vergangenheit? Was steckt denn hinter der Sorge, zum Beispiel hinter der finanziellen Sorge? Was steckt da vielleicht für eine Angst dahinter? Womit hat diese Sorge zu tun? Und dann öffnet es einem so die Augen und plötzlich, wenn man nur beobachtet, was macht diese Sorge, wo kommt die vielleicht her, mit was hängt die zusammen, dann löst sich schon ganz viel auf. Das heißt so, ja, im Endeffekt wie bei allen Videos, schau mal hinter die Kulissen. Oder was macht die Sorge? Schlägt sie dir auf den Magen? Macht sie Kopfschmerzen? Und schon weißt du vielleicht, wo die Kopfschmerzen herkommen, die du öfter hast. Womit hängt das zusammen? Und vor allen Dingen auch, was macht es in deinem Körper? Was für Feelings? Wo sind die? Wie fühlen die sich an? Und wenn man nur da reingeht, vielleicht erkennt man, wo der, wie sagt man, der Hase, die Ursache begraben ist. Ja, es ist spannend. Und wenn man auch nur hinschaut bei den Sorgen, dann hört es plötzlich auf. Denn wenn man nur schaut, denkt man nicht. Und dann sind sie kurz weg oder sind vielleicht ganz weg. Und wenn man das öfter macht, einfach schaut, was machen diese Sorgen? Sich hinsetzt und spürt, wenn man sich sicher auf den Stuhl setzt, kann man ja nicht umfallen, es kann nichts passieren, die Decke kracht auch nicht ein, braucht man sich keine Sorgen machen und kann dann die Sorgen ohne Sorgen betrachten. Ist im Endeffekt recht einfach. Und
Das ist ein besserer Ansatz, als wenn man immer mit den Themen immer diese wiederholt, 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 bis ein Knoten im Bauch entsteht. Denn dieses Gedankenkreisen führt ja auch oft zu keiner Lösung. Dann macht man sich Sorgen, geht mit den Gedanken alles durch. Wenn ich das weglasse, das einnehme, so und so viel verdiene, 23 Patienten nächste Woche habe, dann reicht es oder reicht nicht. Das bringt oft nicht die Lösung. Denn die Lösung liegt erstmal grundlegend im Geist. Und deswegen, ja, schauen, beobachten. Und dann erkennt man ganz, ganz viel. Wie gesagt, Sorgen haben mit Magen und Milz zu tun, also mit den Verdauungselementen in der chinesischen Medizin. Und wenn Themen nicht bearbeitet oder verdaut werden können, dann entsteht ein noch größeres Problem, weil immer drauf rumkaut, aber das Thema sich nicht so sichtbar darstellt und auch nicht auflöst. Und Menschen probieren es ja dann mit Zähne beißen, pressen, knirschen sowie aufzuarbeiten. Aber das führt ja zu keiner Lösung, sondern im Endeffekt, die Problematik ist immer noch da und die Zähne sind kaputt. Und es sind erstaunlich viele, die Sorgen haben. Eigentlich hat jeder Mensch so seine Sorgen. Aber viele Menschen haben viel zu viele Sorgen. Und das ist sehr belastend für die meisten Menschen. Wenn man sich nicht mehr wohlfühlt in sich, dann flüchtet in Fernsehgucken, ins Handy, in sportliche Aktivitäten, dass man den Sorgen sowie davonläuft. Aber die Sorgen sind immer noch im Inneren drin. Und das ist eben das Problem, wenn man die Sorgen nicht anschaut und hinguckt. Natürlich auf der materiellen Ebene auch guckt, wenn ich kein Geld habe, weil wie geht's weiter, klar. Aber besonders wichtig ist es eben auf der seelischen Ebene, psychischen Ebene zu schauen, womit hängt es zusammen. Vielleicht muss ich mir ja gar keine Sorgen machen. Menschen machen sich Sorgen, wenn das Flugzeug abstürzt, dann sind 200 Menschen tot. Ja, aber dass beim Autofahren viel mehr sterben, da macht man sich keine Sorgen. Und so sind oft die Sorgen so nicht ganz fest begründet in der Realität. Ja. Man macht sich Sorgen, dass man nicht gemocht wird. Ja, man wird immer gemocht. Einer mag einen mit Sicherheit immer. Aber man hat so gewisse Muster, dass man halt von vielen gemocht werden muss, warum auch immer. Und dann macht man sich Sorgen, man ruft keiner an, warum meldet sich keiner, was ist los und so weiter. Und es interessiert eigentlich gar nicht so sehr. Denn man sollte immer mit sich selber glücklich und zufrieden sein. Don't worry, be happy. Gibt es auch ein Video, kann man sich dazu mal anschauen. Mach dir keine Sorgen. Denn egal wie gut du bist, es gibt immer jemanden, der dich nicht leiden kann. Warum sich Sorgen machen, dass man nicht gemocht wird? Es gibt immer jemanden, mindestens einen auf der Welt, der einen nicht mag. Und so weiter. Und trotzdem sind diese Sorgen da. Dass man die Leistung nicht erfüllen kann an der Arbeit, dass man nicht genügend Geld verdient, dass man nicht genügend geliebt wird. Und so viel Sorgen um Dinge, die, wenn man in sich fester, stabiler begründet ist, gar nicht mehr entstehen. Das heißt, wie bei allen Dingen im Leben, man arbeitet an seinem Inneren, Muster in seiner inneren Struktur verändert sich und dann gehen diese Gedanken automatisch herunter und werden weniger. Im Yoga natürlich ideal. Im Yoga ist ja ein Ziel, dass man den Körper ruhig stellt, die Gedanken ruhig stellt und einfach im Hier und Jetzt ist. Und dann braucht man sich um keine Zukunft mehr sorgen, weil im Hier und Jetzt gibt es keine Zukunft. Und wenn das Kind schreit, dann geht man hin
und schaut erstmal, was los ist. Ja. Und Menschen sind, ja, der eine weniger, der andere mehr, anfällig eben für die Sorgenproblematik. Jeder hat also seine Thematik, die anderen werden wütend, die anderen machen sich schnell Sorgen, die anderen haben andere Probleme. Den einen schlagen die Sorgen auf den Magen und die anderen kriegen Rückenschmerzen und so weiter. Und wenn man diese ganzen Dinge beobachtet und schaut, womit hängt das alles zusammen, körperlich, gefühlsmäßig, mit Denken, mit der Vergangenheit, dann findet man immer mehr raus, was da los ist. Und oft ist das schon der Startpunkt, dass sich Dinge lösen. Und dann macht man sich frei von diesen Sorgen. Und je mehr man durch Übungen es schafft, im Hier und Jetzt zu sein, desto weniger ist man in der Zukunft und ist besorgt über etwas, was vielleicht kommen kann oder nicht kommen kann. Und wenn es sowieso kommt, die Krise, der Verlust, dann kommt er eh, da braucht man sich keine Sorgen machen, weil es kommt eh schon. Ja, das ist das Thema Sorge, sich Sorgen im positiven Sinne. Da würde man gar nicht viel Gedanken verlieren, sondern würde es einfach machen. Und manche sind halt überbesorgt und dann erwähnen sie immer, oh, ich mache dies für den und das für den. Aber das ist dann aus dem Ego raus und nicht mehr aus der Sorge. Und dann eben auf der anderen Seite die negative Besorgnis, die besonders eben diese Überbesorgnis, zu viel Sorgen, die auf den Magen schlagen. Und das müsste nicht so sehr sein. Denn weniger Sorgen, weniger Gedanken, mehr Energie. Und wenn man sich nicht so viel Sorgen macht, das Leben fließt schon sowieso. Und wenn man die Sorgen mal beiseite lässt, fließt es weiter, es fließt immer weiter, bis man stirbt. Und dann sagt man bei manchen Philosophien, man fließt dann irgendwie wieder weiter und irgendwann wieder auf die Erde und man kommt nicht drumherum. Nun, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal.